Gut, ja, da weiß ich auch noch, wo ich hin muss. Mit dem Pumpengriff, nämlich hier. Da können wir die Luftpumpe auch mitnehmen. Jawohl. Sieht sehr gut aus. So, jetzt müssen wir natürlich erstmal wieder in den Wald. Genau, zum Wasserfall erstmal. Genau, da holen wir den nächsten Kristall. Ich glaube, das sind insgesamt 5 Kristalle, die ich brauche. Und haben 4. Und da wir jetzt wieder einen Rubin haben, halte ich kurz die Klappe und machen das gleiche Rätsel. Bloß jetzt dürfen wir statt weiße Kristalle rote Kristalle einsammeln. Also bis gleich, mein Lieben. Jawohl, und da haben wir es. Ja, jetzt haben wir alle 5 Kristalle. Also so ein Rätsel dürfen wir noch ein einziges Mal gleich noch machen. Aber dann haben wir es auch. So, und hier brauchen wir die Kristalle jetzt. Ja, das waren 5, genau. Und erhalten direkt noch einen Edelstein, nämlich einen Smaragd. Das heißt natürlich mit anderen Worten, wir dürfen nochmal das gleiche Rätsel machen. Und zwar jetzt in Grünformat. Also, bis gleich, mein Lieben. Jawoll! Da haben wir es. So, und dann können wir nämlich in der Mitte auch schon mal die Kristallkugel, wo Luisa eingesperrt ist, schon mal hinpacken. Und da öffnet sich jetzt ein Portal. Und jetzt sind wir in dem Sinne in der Kristallkugel drin. Und jetzt brauchen wir erstmal hier die Bestandteile von diesen Skizzenfragmenten. Ich glaube, es gibt insgesamt 3, wenn ich mich jetzt hier nicht täusche. Genau. Was habe ich denn da bekommen? Ein Griff. Okay. Und dürfen auch nochmal hier rumwimmeln. Ein Tannenzapfen. Merkur. Ein Faden. Und da hat die Musik plötzlich aufgehört. Auch gut. Ein Würfel. Ein Halbmond. Eine Wassermelone. Ein Schwimmer. Ein Schwimmer da oben. Eine Sicherheitsnadel. Ein Hahn, Maiglöckchen, eine Schere, da und eine Briefmarke, die hier drin ist, genau. Und erhalten den Mond, den Halbmond, Entschuldigung. Ach nee, Moment mal, ich konnte ja hier noch was machen, genau hier. Und ich erhalte einen Riemen, den ich hier sofort benötige. Und dann schalten wir das Ganze an. Dann aktiviert sich das hier.
also der Scheinwerfer, und wir können hier direkt die Sonne einsetzen und erhalten noch ein weiteres Fragment von der Skizze. So, mit dem Mond weiß ich auch noch wohin damit. Da müssen wir nämlich wieder ganz zurück. Nam 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 nam. Und zwar müssen wir in die Küche wieder rein und dann müssen wir das hier machen. Genau. Und erhalten ein Klebeband. Okay. Gut, und jetzt wieder zurück zur Kristallkugel. Weil ich sag ja, ich bin so froh, wenn ich jetzt bei den moderneren Wimmelbildspielen angekommen bin. Ey, da kann ich mich zumindest porten und muss nicht mehr so umständlich von Punkt A bis Punkt X oder Y marschieren. Ey. Also das ist schon eine angenehme Sache auf jeden Fall. So, jetzt brauchen wir hier erstmal die Skizzenfragmente. Und müssen natürlich erstmal das Ganze ordnen. Setze alle Fragmente der Skizze zusammen. Klicke auf zwei Fragmente, um ihre Position zu vertauschen. Ist eigentlich relativ einfach. Ich mache nämlich hier erstmal den Rand bzw. die Ecken. Das ist nämlich relativ einfach. Das kommt in der Mitte. Das kommt dahin und das kommt dorthin. Und schon haben wir es. So, und das müssen wir jetzt mit dem Klebeband zusammen kleben und da haben wir eine Zeichnung oder ja, eine Skizze ist ja eigentlich in dem Sinne das gleiche. Und jetzt müssen wir mal wieder zurück marschieren. Noch weiter zurück und müssen wieder zum Flur, genau. Ach, nicht im Badezimmer, hier. Denn hier gibt es ja die tolle Kiste. Hui. Und das Gezeichnete ist jetzt Wirklichkeit. Also ein Modul ist es, okay. Und jetzt wieder zurück. Oh Mann, ey. Ja, aber da müssen wir uns noch ein bisschen uns dran gewöhnen. Aber wie gesagt, ich werde auch relativ schnell voranschreiten zu den moderneren Wimmelbit-Spielen. Also das dauert jetzt nicht so mega lange. So, und da müssen wir das Modul jetzt einsetzen. Und dürfen wieder ein tolles Rätsel machen. Aber das ist nicht so schwer. Bringe jede Sonne mit der Lichtkugel zum Leuchten. Klicke auf ein Quadrat und ziele mit der Lichtkugel, indem du einen Winkel auswählst. Triff die Lichtkugel auf sie, leuchten die Sonnen auf. Berühre keine Sonne mehr als dreimal, sonst musst du von vorne beginnen. Ja, ist eigentlich relativ easy peasy. Das heißt, ich fange mal hier an und leg mal hier los. Und das war schon richtig. Okay, jetzt wird es natürlich ein bisschen kniffliger, aber da ich das jetzt schon im Privaten schon so oft gespielt habe, weiß ich natürlich, wo ich die Stellen hinplatzieren muss. Von daher ist das jetzt auch nicht mehr so schwer. Jupp. Und das letzte ist dann hier. Und da haben wir es auch. Yay. Und da haben wir Luisa befreit. I don't know what I'd do without you. I knew you'd get me out of that thing. Da ist jemand froh und erleichtert, dass Luisa wieder befreit. I'm so glad you've returned my husband to us as well. But where's Brandon? I need to see my son. I hope he's okay. Naja, sie macht sich halt Sorgen, ne? Das ist ganz normal.